Leute und Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Warframe. Heute hier mit Lapo, meinem kleinen Kubro. Und der gräbt hier irgendwas rum. Ja, Lapo, ist hier was? Ist hier was, Lapo? Lapo, sag mir, ob hier was ist. Wir spielen unsere Mission weiter. Und zwar müssen wir jetzt das Halsband finden. Und ich muss Lapo beschützen. Lapo ist natürlich noch ohne Rang, hat 185 Schild und 339 Leben, wie ihr oben rechts erkennen könnt. Ich habe mal wieder meine Nix dabei. Und wir gucken uns jetzt mit Lapo zusammen mal die Erde an. Da? Hä? Müssen wir eine Verteidigung spielen? Oh nee. Sollte es hier dastehen, dass wir eine Verteidigung spielen müssen? Ja. Weil er im Anmarsch. Wir müssen Lapo hierher bringen und Lapo verteidigen. Okay. Und Lapo kann scheinbar selber auch gegen seine Hundekameraden hier kämpfen. Ich habe wieder meine Shotgun dabei. Lapo zerlegt mir hier hinten auch schon die Leute. Finde ich sehr schön. Mich würde auch interessieren, wo Lapo jetzt ist. Ach da. Der ist ziemlich viel am Rumflitzen. Während ich hier die anderen Hunde abschlacht. Hat er den gerade gekillt? Lapo. Ein Krieger, so wie man ihn kennt. Okay, wir müssen scheinbar sonst so viele Wellen schaffen. Komm schon, Lapo. Lapo, komm hier hoch. Lapo, wir gehen hier rein. Lapo, komm hier rein. Hopp, Lapo, Lapo. Hier, yeah, Lapo. Ach, das zählt als Gewehrkill hier mit der Shotgun. Das ist auch was Neues. Dass Shotgun jetzt ein Gewehr ist, aber okay. Wenn das natürlich meine Mission voranbringt, dann mache ich natürlich Shotgun-Kills. Lapo reißt auch mal wieder einen. Lapo legt sich auch hier mit seinen Gefolge an. So, und wieder hier rein, Lapo. Komm wieder hier rein. Ja, wuff, wuff. Also er scheint gar nicht mehr so schwach zu sein, wie ich eigentlich erwartet habe. Zumindest kann er auf der Erde hier einiges. Ist ja schon mal schön, dass zumindest das geht. Ich könnte auch mal die Kubo-Bauten hier zerstören. Das würde wahrscheinlich die Arbeit um einiges erleichtern. Also langsam muss ich sagen, hat die Shotgun schon echt hier Wumms drauf. Ein, zwei Schüsse, die Gegner sind da. Was wollt ihr noch? Dann einfach zerlegt, mit einem Magazin räume ich die alle weg. Nur auf Distanz bringe ich halt nicht ganz so viel. Aber naja, geht auch. Natürlich muss ich die Gegner auch treffen, wenn man mit der Shotgun daneben schießt, bringt auch die Shotgun wenig. Hier, Einfrierschaden habe ich natürlich auch mit draufgepackt. Ich schau mal, dass ich da noch eine andere geile Mod für finde. Zum Beispiel irgendwie Crit-Schaden oder so ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Aber dann lese ich mich nochmal ein, was man da vielleicht draufpacken sollte. Aber ich denke mal, ich gehe mit Lapo mal wieder hier unten rein.
Die Höhle hier ist gut, weil da müssen sie alle durch die Tür durch. Und in der Tür kann ich sie einfach mit der Shotgun auseinandernehmen. Und irgendeinen da draußen übernehme ich jetzt mal und lass ihn für mich kämpfen. Verschaut, zack, und weg. So, was tut Lapu? Lapu steht wieder hinter mir. Okay, die Gegner da hinten haben dann doch schon ein bisschen was drauf. Auf Distanz kann ich mich jetzt schlecht verteidigen. Naja, außer ich nehme natürlich die Deck Series, dann bin ich auch auf Distanz. Aber das ist ja langweilig, hier mit extrem hochgelevelten 30er-Waffen zu kämpfen. Weil damit, wie ihr seht, sind hier auf der Erde halt echt geschenkt. Da drücke ich einmal kurz auf die Pistolen und dann war's das. Da ist doch ein Schatten. Da, zack. Wie viel Schuss habe ich gebraucht? 7 Schuss und er ist tot. Ich habe 100 Schuss im Magazin. Ist halt echt geschenkt. Da bleibe ich dann doch lieber bei meiner Shotgun. Lapu ist inzwischen schon Level 3. Und buddelt hier für mich auch schon überall nach Sachen. Findet aber noch nichts. Die werten Herren hier drüben werden flankiert von meinen Leuten. Aber das, auf die Distanz der Shotgun ist halt echt Glücksspiel, wie ihr seht. Das ist halt echt nicht ganz so gut. Ey, was macht ihr mit Lapu? Was fällt ihm ein? Oh, mein Schild ist wieder quite low. Lapu ab rein hier, Lapu rein hier. Wir machen nochmal die Tür zu. Und Gedankenstoß. So, und jetzt bekämpft euch mal alle gegenseitig da außen. Das ist auch eine sehr schöne Fähigkeit, die einfach alle Gegner durchdrehen lässt und dann machen die sich gegenseitig zum... Ja, dann machen sie sich halt gegenseitig den Gar aus. Und ne, derzeit ignorieren sie mich quasi komplett. Okay, vielleicht machen wir es doch mal mit den Pistolen, da geht's ja wenig schneller. Und die Fäuste ein bisschen einsetzen. So, wieder eine Welle besiegt. Das hier ist jetzt die letzte Welle. Da gehen wir nochmal hier rein und holen nochmal unsere Shotgun raus. Ja, Lapu, was machst du schon wieder, hm? Du kämpfst jetzt mal bitte für mich. So, lass ich den mal wieder ein paar Gegner flankieren. Was? Ja, mein Schild komplett weggeballert? Okay, ich soll bei Deckung bleiben, ich bin so gut wie tot. What the fuck macht der Schaden? Zumindest ist er tot. Lapu? Wo bist du? Ah, hinter mir am Buddeln, okay.
Buddeln darfst du. So, machen wir hier ein bisschen auf Buschcamper. Wohin ist der denn hin? Oh, jetzt habe ich wieder Besuch von hinten. So, von hinten gefällt mir nicht. Da punchen wir den hier vorne immer noch weg. Der Besuch hat sich scheinbar Lapo gekümmert. Oh ne, Lapo ist am Abbluten. So, jetzt bekämpft euch mal alle schön gegenseitig. Ja Leute, ich würde sagen, wir haben das Meisen-Halsband erhalten mit Welle 4 und damit Leute würde ich sagen, sehen wir uns dann auch in einer weiteren Frame. Hoffentlich dann auch wieder zusammen mit Markus, die ging es ja leider nicht, er wäre diesmal da gewesen. So. So, wir haben es geschafft. Hier haben wir es offiziell, das Heulen des Kubros wurde beendet. Und damit, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, wenn wir die nächste Quest anfangen, welche hoffentlich eine Multiplayer-Quest ist, und zwar gestohlene Träume. Bis dahin würde ich sagen, Servus und Ciao.